Habe ich einen Vogel oder sehe ich richtig? Das denken sich vermutlich die Schüler der Stadtschule Schlüchtern, als sie im Unterricht Besuch von einer zutraulichen Rabenkrähe bekommen. Die tapst ganz bequem in den Klassenraum, setzt sich auf das Lehrerpult und fängt an zu sprechen. Er hat erst sich vor die Klasse, vor die Tafel gestellt und dann hat er angefangen zu sprechen. Also so krächzen. Und was hat er gesagt? Ich hab Hunger. Wo dann da dieser Rabe reinkam, es war irgendwie so, ich hab einen Moment gedacht, ich wäre irgendwie in einem Film. Auf dem Pausenhof kommt der zutrauliche Vogel den 750 Schülern immer näher und lässt sich füttern. Die Kinder sind natürlich total aufgeregt. Ein Vogel, der sprechen kann und Essen fordert, das gab's noch nie. Cool, wenn Abdruck jetzt ist! Wie es sich für eine wohlerzogene Krähe gehört, wird nach dem Leckerbissen die Kehle nachgespült. Ja, also der war echt zutraulich. Man konnte runtergehen und den locker streicheln, ja. Und da haben auch viele den gefüttert mit Brot. Der Hausmeister Bernd Henning, der den Vogel später einfängt, hat auch ein sehr lustiges Aufeinandertreffen mit dem tierischen Schulbesucher. Wie fast bei einer Tür, hier über den Hof. Auf einmal hat was gerufen. Hallo? Ich hab Hunger. Und da dachte ich, guckst mal da hoch. Da war niemand an den Fenstern, da saß nur ein Rabe. Und auf einmal rief er noch mal, hallo, ich hab Hunger. Und da habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Tierschützerin Petra Hild hat die eingefangene Rabenkrähe erstmal aufgenommen und sofort getauft. Jakob heißt die Krähe jetzt. Begrüßt wurde der neue Schützling natürlich auch, und zwar von der Hauskatze. Für die gab es aber gleich eine klare Ansage. Die kam ihm wohl zu nah, da hat er ihr gesagt, sie soll weggehen. Oder so an, geh weg, hat er gesagt. Frau Hild ist auch sofort aufgefallen, dass Jakob nicht nur sprechen kann, sondern auch sonst ganz schön schlau ist. Ich kam heute vom Einkaufen mit einer Einkaufstasche und in die Küche und da hat er mir hinterhergerufen, Hunger, wie ich auch angefangen habe auszupacken. Also er kennt es, dass wenn es raschelt irgendwie, dass es dann was zu essen gibt. Und wenn er schon zu einer Katze sagt, geh weg, wenn die ihm zu nahe kommt, also der hat schon Grips, würde ich sagen. Das ist schon ein schlaues Kerlchen. Durch den großen Rummel um die sprechende Rabenkrähe hat sich Jakobs Herrchen aus Bad Sodensalmünster gemeldet und holt seinen gefiederten Freund bei Frau Hild ab. Ach, da ist er ja, der Spitzbube. Ja. Zufälligerweise heißt Jakob bei Herrchen Bruno Schwarz auch Jakob. Sie haben mich ja unheimlich toll untergebracht. Na ja, so provisorisch mal eben. Ja, das nennen Sie provisorisch. Ja. Das ist ja hervorragend. Als ich reinkam und fand sein Futter unberührt vom Vorabend, 18 Uhr, ja, war mir klar, dass da was nicht stimmen konnte. Und dann habe ich ihn gesucht. Ich konnte ja die Voliere nicht auf einmal alles überschauen. Er hat oben ein Penthouse. Ja. Da muss ich dann immer durch diese Luke. Und dann habe ich festgestellt, er war oben nicht und unten nicht. Ja, und da war mir klar, da ist das passiert. Seit Wochen muss die zutrauliche Rabenkrähe in der Region unterwegs gewesen sein. Jetzt kommt Jakob als berühmtester Vogel Hessens endlich wieder zurück nach Hause.